was ist das hier für ein Preis? Leonie hat gerade selbst gesagt, das sieht aus wie das Mittelmeer. Also das ist unfassbar. Gefilmt haben wir leider nichts, weil der musste sich hier erstmal beruhigen. Da müssen wir nerven. Cheers! Cheater! Was ist denn? Hallo, wir sind Leonie und Garrett. Gemeinsam bereisen wir schon seit 3 Monaten den Süden Europas in unserem selbst ausgebauten Bulli T4 Campervan. In diesen Videos nehmen wir euch mit auf diese Reise, entdecken die Vielfalt der Natur, suchen die perfekte Welle zum Surfen, zeigen euch die atemberaubende Unterwasserwelt und teilen den Alltag zweier Freiheitssuchenden. Stetig auf der Jagd nach neuen Horizonten. Wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zum 29. Teil unserer Vanlife-Reise. Ist es ein 29. Teil überhaupt? Wir befinden uns noch immer am Fuße des Mont Blanc, dem wahrscheinlich größten Berg Europas, und ja, sind damit kurz vor der Schweiz, kurz vor der Grenze, denn dort wollen wir heute auch hin. Wir haben heute wieder einige Stunden zu fahren, so ungefähr 3,5 Stunden zu unserem nächsten Ziel. Aber jetzt ist erstmal schön, hier die Sonne zu genießen. Ach, der Sommer ist da. Letzte Nacht war es sehr, sehr kalt, weil wir hier in so einem kleinen Tal sind, aber im Vergleich zu Marokko beziehungsweise nach Marokko war das Ganze eine schöne kleine Abkühlung mal nachts. Okay, jetzt geht's los. Schönen guten Morgen. Ja, die Sonne ist rausgekommen, es ist echt warm. Also es ist wirklich schön warm hier. Die Nacht war echt kalt und jetzt ist es einfach so warm am Morgen. Also es ist richtig angenehm. Und der Ausblick hier ist einfach der Hammer. Direkt auf den Mont Blanc, es ist wirklich traumhaft. Und jetzt gibt es aber ein leckeres Frühstück. Denn wir haben heute noch viel vor. Ja. So, das Frühstück ist fertig. Das sieht super aus. Es wird schön in der Sonne gefrühstückt. Traumhaft mit diesem Ausblick. Der Hund ist einfach eine halbe Kuh. Der hat eine Glocke. Kuhglocke. Da ist wohl jemand, ein Fan von Garrett. Der ist schon zum zweiten Mal da. Das ist ja auch mein Schmetterlingsfreund. Freund ist das, ne? Mhm. Wie heißt der? Das ist der Bob? Hugo. Ach, Hugo. Oh, das ist ja süß. Das ist Hugo. Und wenn es nur sie ist? Hugoline. Sehr einfach. So, wir sitzen im Auto und es geht weiter für uns. Das Frühstück war fertig und jetzt haben wir noch 3 Stunden und 15 Minuten vor uns. Und wir werden eine Landesgrenze überschreiten. Und wir müssen tanken. Und wir müssen tanken. In ganz Frankreich. Sicher. Oder in der Schweiz. Jetzt habe ich es schon erwähnt, welche Landesgrenze. Macht nichts. Aber es war, glaube ich, offensichtlich, oder? War offensichtlich. Ich denke auch. Auf jeden Fall, wir tanken jetzt. Ja. So, wir sind angekommen in der Schweiz und jetzt müssen wir erstmal tanken. Schaut euch das mal an. Boah, wollt ihr uns veräppeln? Boah, was ist das hier für ein Preis? 2,31 Euro einfach. Alter Schwede. Ja, ab geht die Post. So, erstmal Abend noch danach. So, ich habe jetzt mal getankt. 32 Liter für 77 Franken. Puh, das ist ungefähr der gleiche Eurobetrag. Also es ist der absolute Wahnsinn. Hier seht ihr den Genfer See. Leonie hat gerade selbst gesagt, das sieht aus wie das Mittelmeer. Also es ist unfassbar, selbst so einen riesigen See zu sehen. Verrückt.
So, wir sind jetzt schon ungefähr, ich glaube, 2 Stunden, 1,5 Stunden gefahren. Haben nochmal so ungefähr 1,5, 2 Stunden vor uns. Das Navi hat leider total rumgespackt. Wir sind jetzt in der Schweiz. Die Schweiz gehört nicht zur EU. Und entsprechend haben wir hier so ein kleines Problem mit unserem Datenroaming. Das heißt, wir haben hier kein Internet und damit auch keine richtig gute Navigation mehr mit Google Maps. Und dann hast du die Ausfahrt verpasst. Und dann habe ich die Ausfahrt verpasst. Und dann war das auch, eigentlich war dann die Freude groß. Gefilmt haben wir leider nichts, weil der musste sich hier erstmal beruhigen. Das war ein bisschen Nerven aufreißend, ne? Ja, sehr schön. Deshalb haben wir jetzt erstmal was gegessen, damit wir uns wieder beruhigen. Aber wir haben noch 2 Scheiben Schwarzbrot und gucken mal, ob die Tankstelle was dafür verkauft. Denn wir haben gerade eben schon gesehen, das ist keine normale Tankstelle. Die haben auch noch mehr Angebote. Wir haben ja keinen Belag mehr. Genau, wir brauchen Belag. Aber das passt nicht auf unser Brot drauf. Ich will auch nicht süß, das ist für unser Herz. Das ist die erste Tankstelle, die ich sehe, die Sachen verkauft. Und auch richtig viel. Ja, ein richtiger Laden. Ein kleiner Einkaufsladen. Ja, für Sonntag. Ja. Hummus für 4,70 Euro. Okay, also wir nehmen von der Preisauswahl den hier. Der ist nämlich nicht so teuer. Der kostet nur 2,25 Euro. Die anderen kosten 4. So, wir haben unsere Ausbeute und zwar einen kleinen Käse. Einen kleinen Schweizer Käse. Das ist ein Schweizer Käse. Stimmt. Das ist der Schweizste. Aber wir haben ihn schon probiert. Irgendwie schmeckt er nicht sehr intensiv. Leider. Schmeckt nach Butter. Deshalb passt perfekt dazu Butter. So, die Brotzeit ist zu Ende und jetzt geht's weiter. Nach über 6 Monaten Reise haben wir den ersten dicken Stau. Ja. Nie standen wir im Stau. Wir hatten richtig Glück gehabt. Und jetzt auf einmal mittendrin. So ist es. Naja. War nur unsere Spur. Der Stau ist zu Ende und wir sind auf dem richtigen Weg, obwohl wir kein Navi mehr haben. Ich habe hier meinen Navigator neben mir und der macht es wie in den alten Zeiten, liest von der Karte ab, wo wir langfahren müssen, weil wir haben hier kein Internet und ja, war ein bisschen kompliziert, aber wir haben unser Ziel schon vor Augen. Ganz genau. Also, ihr seht am Anfang des Videos, wo ich nicht wusste, wo wir waren, oder im letzten Video war das, glaube ich, es war nur ein mentaler Aussetzer. Hier ist übrigens eine Karte. Wir waren heute Morgen waren wir noch. Wo waren wir denn? Jetzt sind wir. Ja, wir sind hier irgendwo. Wo sind wir eigentlich? Hier ist Montpellier. Wir sind gerade über die Grenze. Wir sind irgendwo hier. Jetzt geht's weiter. So, liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir sind wieder im Heimatland, sind in Deutschland. Und Leonie hatte gerade eben festgestellt, dass wir in Deutschland gelbe Schilder haben. Hatten wir schon immer gelbe Schilder in Deutschland? Oder waren wir jetzt so lange weg, dass ich es einfach nicht sehe? Ja. Manchmal ist das so, wenn man 6 Monate im Ausland war, unter anderem Afrika, und dann kommt man zurück und fragt sich, warum haben die alle Schilder angemalt? Aber gut, so, jetzt werden wir erstmal uns auf den Weg machen und unseren Stellplatz aufsuchen für die Nacht. Wir sind angekommen am Stellplatz für diese erste Nacht wahrscheinlich. Eventuell werden wir aber nochmal den Platz ändern, denn das war ganz nett, aber auch direkt an der Straße und wir wollen hier ein paar Tage bleiben. Also wollen wir es auch ein bisschen schöner haben, ein bisschen idyllischer. Vorher, bevor wir jetzt aber uns in den Van verpieseln, machen wir es nochmal auf den Weg, denn wir haben nichts zu futtern. Wir haben nicht eingekauft, das war doof. Und hier in der Region, also in Deutschland, haben die Geschäfte sonntags nicht auf, wie in Spanien. Da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Deshalb, wir haben nichts zu Abend gegessen und das ist jetzt auch schon kurz nach 8, deshalb werden wir noch mal reinfahren in die Stadt nach Konstanz und dort gucken, dass wir noch mal was zu futtern bekommen. Und außerdem treffen wir 2 richtig gute Freunde, Martin und Betty. Da freuen wir uns richtig drauf und deshalb fahren wir jetzt noch mal rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, gestern Abend haben wir nicht mehr so viel gefilmt, eigentlich gar nichts mehr, denn wir haben uns mit unseren Freunden getroffen und eigentlich nur noch den Abend genossen. Wie gesagt, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, deshalb wollten wir die Kamera auch mal nicht dabei haben und starten aber jetzt heute ganz frisch in den Tag. Ihr seht, wir haben hier einfach so einen kleinen Parkplatz direkt an der Straße, aber mit Blick in den Wald, also trotzdem ganz nett. Aber ich denke mal, wir werden heute auch nochmal einen neuen Stellplatz suchen. Wenn wir hier die nächsten 2 Tage nochmal sein wollen, dann wollen wir das doch ein bisschen schöner haben. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ich glaube, wir müssen gleich noch was frühstücken. Jetzt wird hier erstmal Frühstück gemacht, ne? Sehr schön. Aber nur für Martin. Jetzt geht's rund. Nee, da kommt schon der Kandidat. Es dauert noch. Aber das ist okay. Als ältere Dame darf man sich auch Zeit nehmen. Frühstück ist fertig. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit so viel Genuss Zähne putzen kann.
Martin ist einfach, das ist purer Genuss, Leute. Wenn man so Zähne putzt, weiß man, man hat alles im Leben richtig gemacht. Das ist genial. Ja, einmal die Drehung auch gekonnt, Pirouette hingelegt. Betty und Martin sind übrigens mit einem T5 hier unterwegs und haben so einen total geilen, flexiblen Ausbau. Also diesen ganzen Holzkasten, den kannst du eigentlich rausnehmen wieder, ne? Der ist ja nicht fest verbaut. Ja, genau. Wir haben eigentlich zwei Kisten draus gemacht. Ach cool. Alles in Stehhöhe. Also ja. So geht's auch. Man muss nicht immer so viel Arbeit machen wie wir hier. Man kann auch einfach sich das Leben einfach machen. Ich glaube, wir haben das einen Tag gebaut, die Boxen. Weil wir losfahren wollten. Ja, super geil. Voll schön. Leonie ist jetzt auch schon im Zahnbürstenmodus. Wie ihr sehen könnt, sie auch genauso wie Martin angetan von der Sonne. So, wir haben uns jetzt hier so eine kleine Frühstücksoase geschaffen und ja, wie soll man sagen, Leonie und Garrett haben mal wieder super vorbereitet mit dem Frühstück und haben nichts dabei, aber zum Glück haben wir Freunde wie Betty und Martin, die uns ein kleines Sponsoring geben. Und jetzt zaubern wir hier mal was. Es gibt Eier. Echte Tiroler Bio-Eier. Boah, sehr schön. Zucchini, kleine Lauchzwiebeln. Ich denke mal, daraus wird ein Omelette, oder? Sowas. Ja. Sehr schön. Boah, das ist der größte Gaskocher, den ich je gesehen habe. Ja, das ist schön. Aber der sieht irgendwie stylisch aus. Aber das ist schön sauber, Ben. Da müssen wir auch mal sauber machen. Irgendwann machen wir unseren Gaskocher auch mal sauber. Wenn ihr zu Hause seid. Genau. Oh, der kommt. Oh, der ist am Kommen. Martin und Betty haben die gleiche Kanne wie wir, aber irgendwie schmeckt der Kaffee bei denen ein bisschen anders. Ne? Und wir testen das gerade. Leonie, was ist deine Meinung dazu? Schmeckt nicht wie bei uns. Schmeckt nicht wie bei uns, das ist sehr höflich ausgedrückt. Ich würde gerne euren Kaffee trinken. aber ja, das ist, glaube ich... Kaffee liegt, oder? Ich glaube, der Kaffee hat einfach so einen Geschmack. Also in der Survival-Situation kann man den auch trinken, so ist nicht. Ja, mit Milch rein. Koffein kickt rein. Ausprobieren. Frühstück ist fertig, es war echt lecker, was Betty da gezaubert hatte. Und ja, wir packen gerade unsere Sachen zusammen und möchten noch gerne einmal nach Konstanz reinfahren und uns in einen Café setzen. Denn hier, wo wir gerade sind an dem Stellplatz, ist das Internet sehr, sehr schlecht und wir müssen noch das alte Video, also das letzte Video, müssen wir noch hochladen. Und dafür reicht die Verbindung hier einfach nicht. Deswegen werden wir jetzt einmal nach Konstanz reinfahren und uns ein schönes Café suchen, leckeren Kaffee trinken und einfach noch ein bisschen arbeiten da und das Internet in der Stadt nutzen. Aber ja, Sachen sind jetzt gleich zusammengepackt und dann geht's auch schon weiter. Gut, wir sind jetzt angekommen, denn wir sind bei Mediamarkt. Hast du schon erwähnt, dass wir hin müssen? Nee, ich habe nur gesagt, dass wir in die Stadt fahren, um das Video hochzuladen, im Internet brauchen. Aber Mediamarkt habe ich ganz vergessen. Ist wichtig, dass wir hier sind. Da müssen wir unbedingt hin, denn wir arbeiten ja für unsere Videos mit Festplatten. Die Daten, die wir hier verarbeiten mit den Videos, sind so groß, dass wir da auf Festplatten angewiesen sind. Nur jetzt ist uns eine Festplatte runtergestürzt und die ist so halb kaputt. Da sind noch die Dateien drauf, aber die müssen wir unbedingt sichern. Deshalb müssen wir jetzt hier rein und nochmal eine neue Festplatte holen, weil sonst wird es schwierig. Weg. Ja, das ja, ist und alle eine Sache. Daten. Deswegen ganz, ganz wichtig. Ganz ja. Wichtig ist, eine neue finden. Also kaufen wir jetzt mal eine neue Festplatte. Ja, wir hatten gerade eine richtig gute Beratung. Ich glaube, es wird die hier, weil die ist wasserresistent, perfekt zum Surfen. Und da haben wir halt auch noch eine extreme schnelle Leistung und das brauchen wir. Die andere Festplatte, die ist echt im Arsch. Deshalb, wir nehmen die hier mal mit. Ja, und dann gucken wir zu Hause nochmal, ob wir uns vielleicht nochmal so eine als Backup kaufen. Denn wir haben gemerkt, kein Backup zu haben, ist echt beängstigend, ja. Wenn die Festplatte den Geist aufgibt. Da sind da draußen ja bei euch auch ein paar, die sich mit sehr vielen Daten immer rumschlagen und ein paar Tipps haben zum Thema Datensicherheit, Backup, irgendwas mit Time Machine bei Mac. Kennen wir uns gar nicht aus und beschäftigen uns jetzt erst damit. Schreibt ja. Gerne mal ein paar Tipps rein, wenn ihr die habt. Das wäre cool. Gerne in die Kommentare. Ja. Und ja, mega cool. Jetzt können wir mit unserer Festplatte surfen gehen. Gehen wir jetzt. Der Bodensee. Meer des Südens. Das Meer des Südens. Schön voll heute mit dem blauen Wasser. Da gehen wir später nochmal hin. So, wir sind jetzt hier am Parkplatz. Leonie checkt mal, ob das von der Höhe passt, denn die geben hier 2,30 Meter an und wir haben ja einiges oben drauf. Warte, stopp. Könnte knapp werden. Das Ding ist, ich meine, das Teil, da wo das Schild ist, könnte über die Dachbox ding. Meinst du? Ja, du kannst ja auch dann vorbeifahren, dass wir so mitschnappen. Probieren es mal.
passt. Wir machen das immer so, ne? Wir machen das immer so. Also alles flexibel und anpassbar. Das haben wir in Marokko gelernt, wenden wir jetzt hier auch an. Was nicht passt, wird passend gemacht hier. Gut, wir haben geparkt, haben unsere Sachen gepackt. Rucksack ist gepackt. Ihr seht, Leonie hält schon den Laptop, denn da wird gerade ein Video für euch hochgeladen. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Betty und Martin sind schon vorgegangen in ein Café und das suchen wir jetzt. Wir sind da. So, wir sind angekommen im Café, haben Betty und Martin auch gefunden. Sehr gut. Und ja, jetzt werden wir was Kleines bestellen und weiter an dem Video arbeiten. Zeig mal, was hast du denn da? Eine wunderschöne Karte. Ja. Bagel. Oh ja. Bagel. Gucken wir jetzt mal rein, oder? Ja, heute gibt's Bagel. Hatten wir noch gar nicht auf der Reise hier, ne? Nee. Sieht gut aus. Kleines Käppchen dazu und jetzt wird weitergemacht. Ne, Leonie? Ich glaube, Bonnie ist gerade rausgelaufen. Oh nein. Und Bonnie, machst du dein eigenes Ding oder was? Hast du Konstanz entdeckt, süße kleine Maus? Manchmal muss man auch über Grenzen gehen, ne? Aber da freut sich einer. Wir sind raus aus dem Café, haben gut was erledigt, das Video ist hochgeladen, der Hut sitzt. Er fliegt immer hier vorne so rum. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg und jetzt gehen wir endlich mal ans Wasser raus, den Bodensee erkunden. Mhm. Wir fahren jetzt zu der Schmugglerbucht. Aber die Cafés und die Bagels waren echt lecker. War super. Ja. Auch schön da einfach sich hinzusetzen, ja. Jeder hat so seine Sachen produktiv gemacht. Sein. Genau. Und jetzt, das war sehr schön. Jetzt geht's weiter. Jetzt so. Geht's zur Schmugglerbucht. Jawohl. Einen Parkplatz gefunden. Nicht direkt am Wasser, da sind keine Parkplätze, aber wir haben hier in unserer ganz normaler Bewohnerstraße vor Häusern, beziehungsweise wir stehen hier vor dem Garten einfach nur an der Seitenstreifen. Also sollte kein Problem sein. Da ist noch andere Autos. Deswegen, ja, haben wir einen Parkplatz gefunden und gehen jetzt runter zum See. Wir waren noch gar nicht hier am See. Nee, gar nicht. Nee, wir sind aber hier gestern angekommen. Hä? Nehmen noch was mit. Ja, das Surfboard. Wir nehmen das Longboard mit. Darauf kann man zwar nicht stehen, beziehungsweise könnte es eine Challenge sein, es herauszufinden, ob man drauf stehen könnte, ohne Wellen. Mal sehen. Aber wir haben auch kein Paddel, aber wir nehmen es auf jeden Fall mit, weil wir denken, es macht bestimmt ein bisschen Spaß, damit rumzupaddeln und sich draufzulegen, so als Luftmatratze zu benutzen, weil ja, sonst haben wir nichts, was wir im Wasser nutzen können. Wir haben nicht mal einen Ball. Wir müssen mal einen Ball kaufen. Wir brauchen irgendwie so einen Volleyball oder so oder keine Ahnung, irgendwas, was man nutzen könnte. Ja, Betty und Martin, die sind noch schnell noch in der Stadt was holen für heute Abend. Das erfahrt ihr dann, was wir heute Abend noch vorhaben. Und dann kommen sie auch zu uns direkt am See. Dort treffen wir uns dann. Das haben wir hier oben auch seit Wochen jetzt nicht mehr geöffnet. Hat aber alles gut gehalten, die letzten tausende Kilometer. Jetzt kommt das Board mal wieder zum Einsatz. Endlich! Klebt immer noch der Sahara-Sand dran. Ja. Den kriegen wir noch nicht richtig ab. Als da so ein Sandsturm war, hat das alles unser ganzes Surfboard vollgeklebt. Wir haben es versucht sauber zu machen mit Wasser, aber es geht nicht. An dem Wachs klebt es einfach noch überall. So, Surfboard ist unten. Genau, jetzt geht's runter zum See. Irgendwas ist schwierig heute, oder? Warum ist denn hier so wenig los? Wir brauchen nur einen Platz zum Essen. Genau, wir brauchen einfach nur einen Platz zum Essen. Martin sieht aus, als kommen wir gerade aus der Sauna. So, wir sind jetzt hier angekommen, haben so eine kleine Bucht entdeckt und machen uns jetzt Eisbuch hier gemütlich. Jetzt, ach, ich glaube, wir gehen jetzt uns erstmal abkühlen, oder? Auf jeden Fall. Mal gucken, wie kalt der See ist. Cheers! Baby. Ach was, du steckst doch locker mit der Finne hinten im Boden drin. Nee, gleich geh ich hoch hier. Ja, mega, ich seh's. Du Cheater. Ja.
Na, Bonnie, machst du es dir gemütlich? Bonnie ist übrigens schon ziemlich alt, also so um die 12 Jahre, kommt aus Spanien, war früher ein Straßenhund und ist deshalb auch ein bisschen schreckhaft, aber total, total süße kleine Maus. Gönnung. Boah, voll gut. Oh. Cheers. Cheers. So, wir sinken, sind wir nicht mehr am See, denn wir sind schon eben losgefahren, haben die Sachen alle geparkt. Auto lassen wir jetzt hier auf dem Parkplatz, denn wir sind bei Rewe. Das nehmen wir nicht mit rein. Das nehmen wir nicht mit rein. Passt da irgendwie nicht in die Gänge. Müssen wir was machen. Nee. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein zu Rewe, denn wir haben heute Abend geplant zu grillen. Wir werden ein kleines Feuerchen machen und Martin und Betty sind schon losgefahren und haben gucken nach einem passenden Grillspot, gucken, ob der gut ist. Und wir haben gesagt, ja, die haben auch schon ganz viel anderes gekauft und wir haben jetzt gesagt, wir gehen nochmal schnell zu Rewe rein und kaufen noch Kleinigkeiten, ihr kennt es alle, im Sommer will man ja viel grillen. So viel, dass man auch die nächsten 5 Tage davon leben kann. Nein, Spaß. Aber ja, wir gehen auf jeden Fall mal rein. Was kommt jetzt? Mango. Mango. Gut, wir sind raus aus dem Laden und haben dick fett eingekauft für über 50 Euro. Fast 60. Aber dafür haben wir ja auch 5 Kilo Grillkohle. Einen kleinen Sack Grillkohle geholt. Jetzt schauen wir mal, wo wir uns gleich hinstellen. So, Handbremse ist gezogen. Wir sind angekommen am neuen Spot und das ist ein Traum hier. Schaut euch das mal an. Na du, siehst aus wie ein Reh. Oh, es gibt hier schon eine Grillstelle und da hat schon jemand Feuer gemacht. Das ist ja schön. Das sind ja coole Grillroste, ne? Da passt auch mal richtig was drauf. Da ist noch ein bisschen Essen drauf. Also kannst du hier. Oh ja. Habe ich dir mal vorgebraten. Dankeschön. Alles Gute. Was jetzt, Martin? Jetzt werden wir hier ein bisschen Kohle draufpacken. Mal schauen, dass die Kohle warm wird, wir das Feuer wegkriegen und dann werden wir ein schönes Steak grillen. Let's go. Ich würde sie fast auch auf den Rost legen, also dass wir sie irgendwie so in Streifen. Wie lange es dauert? Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich rede ruhig weiter. Ich finde die Planung hier von euch beiden gerade. Das ist eine Planung. Es muss sehr gut gehen. Ja, also was machen wir jetzt? Wir machen die Kartoffeln. Ich weiß nicht, wie lange die auf dem Grill brauchen, wenn die einfach nur so machst oder ob die ein paar Wasser schneller sind. Ja, ich glaube, wenn wir sie klein schneiden. So. Du bist ja richtig dabei hier. Ja. Ganz schön dunkel. Ist jetzt besser, ne? Ja, ist viel besser gerade. Was machst du da? Ach, schön, Bratkartoffeln. Oh, schön. Hier kannst du mal gucken, das Fleisch. Oh, das ist richtig gutes Fleisch vom Metzger, ne? Hier das Frauenstück, ne? Das ist hier schön für Bettina. Schön. Hier haben wir für Leonie. Das sind einmal Spieße. Und dann haben wir, ja, unten ist auch nochmal Potenspieße. Ja. Ja, dann haben wir hier 2 Männerstücke. Scheiße. Dann haben wir halt so, was für einen kleinen Hunger, ne? Oh, was für einen kleinen Hunger, was ist das denn? So, fünf. Oh Mann. Aber beste Qualität und das, Bio. Das ist vor allem hier Fleisch vom Bodensee. Das ist das Fleisch wirklich regional, nachhaltig und biologisch ist mir sehr wichtig. Ist auch Dry Aged, was man auch nicht immer kriegt. Also richtig was Besonderes. Das werden wir uns heute auf der Zunge zergehen. Das gönnen wir uns. Sehr schön. Und während Betty und Martin da hinten am Grillen sind, ist Leonie eifrig dabei, hier einen Nudelsalat zu schnibbeln. Wovon ihr gerade gar nicht sehen könnt, denn es ist echt dunkel. Aber dafür habe ich unsere neue Laterne benutzt. Und zwar ist es die O-Lantern, welche echt coole verschiedene Dimmfunktionen hat. Man kann das orangene Licht leicht haben oder intensiver und somit heller. Oder aber auch die weiße Funktion, was natürlich noch heller ist. Wobei ich persönlich die orangene Version viel angenehmer finde. Gerade es gibt so ein schönes, warmes Licht. Geladen wird die
CO-Lantern ganz einfach über einen Typ-C-Anschluss oder aber unten mit einem magnetischen Ladegerät auch über USB und hat damit einen super Akku, der lange hält. Und während ich hier gerade am Rumwerkeln bin in der Küche, benutze ich dafür oben unseren schönen Haken und hänge die einfach ganz einfach hier hin. Mach die noch ein bisschen heller und perfekt. Sehr schön, jetzt kannst du auch was sehen. Ja. Und wahrscheinlich kennt ihr das, bei großen Wohnmobilen gibt es immer am Eingang bzw. am Ausgang, wenn man rausgeht zum Pipi machen, immer so ein Licht. Sowas haben wir jetzt auch endlich, aber recht flexibel. Und zwar auch vom O-Light, die O-Bulb. Und das ist ein richtig cooles kleines Balllicht, was ihr überall ranknallen könnt, wo Blech ist, also Metall, weil das Ganze magnetisch ist. Und ihr könnt das Ganze auch über die App einfach dimmen, verschiedene Farben einstellen und habt damit ein sehr, sehr flexibles Licht. Geladen wird das Ganze auch über einen magnetischen Anschluss und ist damit super flexibel. O-Light startet jetzt auch eine Summer-Sale-Aktion. Und zwar läuft die vom 14. bis zum 18. Juli. Und zusätzlich haben wir noch was Cooles für euch rausgehandelt. Und zwar einmal einen Rabattcode von 10%. Denn mit dem Code HUNTER10 bekommt ihr 10% auf die O-Lantern und auf die O-Bulb, die wir euch gerade eben gezeigt haben. Und zusätzlich gibt es noch ein richtig cooles Gewinnspiel. Denn jeder von euch, der über den Rabattcode was bestellt, hier unten über den Link in der Beschreibung, der hat die Möglichkeit, auch noch eine zusätzliche Lampe zu gewinnen. Der erste Preis ist eine O-Lantern und der zweite Preis ist eine O-Bulb. Also klickt ganz einfach mal hier unten auf den Link, wenn ihr Bock auf diese Lampen habt und sichert euch eine der Lampen mit dem Rabattcode HUNTER10. Vielen Dank an O-Light für das Sponsoring dieses Videos. Jetzt geht's weiter. Jawohl. Oh, du hast Brote geschmiert noch. Ich schau mir da Brot. Jetzt den Nudeln. Voll gut. Mm. Und, wie ist der? Na, ist gut. Das will ich jetzt festessen nachts um 11. Ja, ja. So, und wie sieht das hier aus, lieber Martin? Du hast hier ja richtig mal aufgelegt, mein Freund. Oh, es wird gut. Ich zwar noch ein bisschen an Hitze, aber... Brauchen wir noch Grillkohle? Ach, hast du da schon 5 Kilo Sack Grillkohle draufgelegt? Mensch, ja, das ist ja schön. Aus dem Ganzen machen. Super. Ah, es ist auch irgendwie auch mal wieder schön, in Deutschland zu sein, weil man mal wieder grillen kann. Das ist doch was, das haben wir vermisst. Ich habe frisches Brot mit Kräuterbutter. Nee, war das falsch genommen. Ich habe frisches Brot mit Knoblauchbutter. Ich weiß nicht, mit alles Kräuterbutter. Nee, nee, nee. Das und mit Chili-Kräuterbutter. Und du so? Hat sie gerade mal geleckt? Nee, sie würde gerne. Okay. Ja, Leonie schon am Fuddern. Ich bin hin und weg. So gut. Schönes, zartes so Fleisch, ne? Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Okay. Ich find's das auch gut, nicht wahr? Nur hier am Schmatzen. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben gestern noch eine kleine Nachtschicht eingelegt, also waren ein bisschen länger wach. Aber ja, entsprechend sind wir heute Morgen ein bisschen verknautscht. Doch so ein Anblick hier, der lässt sich natürlich sehen. Traumhaft schön. Gut, jetzt gucken wir mal ein bisschen was arbeiten und dann gibt's Frühstück. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, bereite ich hier für uns vier Frühstück vor. Jeder kriegt eine schöne Bowl, wie so ein Hundenapf. Und ja, der Morgen war auf jeden Fall sehr ereignisreich. Also Garrett und Martin und zwei hier im Camper neben uns, die hier auch übernachten, haben heute Morgen schon eine Atemübung zusammen gemacht, eine Wim Hof Atemübung. War auch sehr erfolgreich. Ja, und schön. In der Zeit haben Betty und ich eine kleine Yoga-Session gemacht in der Sonne, in der Morgensonne. Das war auch echt angenehm. Es war der perfekte Start in den Tag. Jetzt wird es auch langsam richtig heiß und deswegen freuen wir uns alle, glaube ich, auf eine leckere, erfrischende Bowl. Ja, klasse. So. Frühstück ist fertig. Sehr cool. Oh, ja. Vielen lieben Dank, Leonie. Gerne. Schön. Ja, einen dicken Bus im Hintergrund hier. Zwei. Dann lasst es euch mal schmecken. Guten Appetit. Dankeschön. Schaut euch das an. Da fliegt einfach ein Milan genau über uns. Hammer.
Was möchte der? Der ist gerade wie auf einer Show, der denkt so, ich genieße gerade die Aufmerksamkeit. Da kommt der Nächste. Verrückt, hier sind total viele. Da ist einer, da sind zwei, noch einer. Wahnsinn. Der wollte auch frühstücken hier. Ja, schön knochig. Ja, irgend so einen Grillrest hat er sich hier geschnappt. So, aber bevor es ans Wasser geht, wurde mal getankt. Und wir haben wieder richtig schön deutsche Preise. 2,07 €. So, wir sind wieder angekommen und werden jetzt nochmal das Surfboard runterholen. So, wir sind wieder am See, wie ihr seht. Und gerade eben haben wir uns abgekühlt, es war sehr schön. Wir haben noch was Kleines besorgt, deshalb kamen wir auch eine Stunde zu spät oder so. Ui. Das Ding ist, ich bin aus dem Auto raus und durch den Busch gelaufen und da kamen jetzt so ein bisschen so ein paar extra Gewürze. Ach, ich dachte, das wäre so eine Kräutermischung. Ja, das ist so Pistazien, weißt du? Gehackte Pistazien sind das. Nimm mit. Sehr schön. Und jeder ist hier am Knuspern, lass ne? Lass ruhig drauf. Guten Morgen, Bonnie. So, die Zeit am See ist nun zu Ende gegangen und wir sind jetzt weitergefahren, befinden uns wieder an dem Parkplatz, den wir vor ein paar Tagen schon mal hatten, ich glaube gestern. Das hat wieder super gepasst mit der Höhenbegrenzung hier. Und jetzt werden wir uns mal etwas umziehen, denn wir werden noch mal ein wenig durch Konstanz hier spazieren gehen. Und dann suchen wir uns unbedingt auch noch mal einen schönen Biergarten, denn wir kommen aus Flensburg, das heißt Biergärten haben wir eigentlich gar keine. Aber wir finden sowas total schön, was Besonderes hier im Süden, das müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, wir haben gestern noch ein bisschen, wir sind mal ein bisschen durch die Stadt gegangen und haben noch mal einen kleinen Biergarten aufgesucht. Das war sehr, sehr schön. Auch einfach für uns aus dem Norden schön, diese, ja, südländisch ist es ja nicht, aber diese süddeutsche Kultur noch mal mitzunehmen. Das war sehr, sehr schön, auch für unsere Reise hier, auch für sich noch mal selbst Deutschland neu zu entdecken, einzelne oder andere Ecken zu entdecken. Das war sehr, sehr schön. Schönen guten Morgen, Bonnie. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Abend. Und ich werde jetzt erstmal Wasser holen gehen, denn dort hinten ist ein kleiner Brunnen. So, das ist der Brunnen. Echt eine coole Sache. Ist auch Trinkwasser. Und jetzt werde ich mal schauen, dass ich hier unsere 8 Liter Wasserflasche aus Spanien nochmal aufgefüllt bekomme. Und die Ortsverwaltung Littelstetten wünschen eine angenehme Stärkung. Das ist echt cool. Haben wir lange nicht mehr gehabt. Wasser, was man nicht aus Plastikflaschen kaufen muss, einfach so zum Trinken. Wunderschön. So, das ging dann doch ein bisschen schneller als gedacht. 8 Liter Wasser sind wieder in der Flasche. Sehr, sehr cool. So, das Frühstück ist fertig und auch schon fast halb aufgegessen. Richtig schön. Es gibt wieder ein gutes Müsli, gebratene Auberginen, ein geiles Brot, was Betty und Martin besorgt haben. Vielen Dank. Richtig gut. Gerne. Und danke, mein Schatz, dass du das andere Frühstück gemacht hast. Die Müsli-Sachen. Guten Appetit, ne? Gerne. Ciao, ciao. Ganz vorsichtig. Bis dann. Tschüss. Frühstück habt
habt ihr ja gesehen und es war echt sehr, sehr lecker. Wir haben tatsächlich aus ganz vielen Resten noch was sehr Leckeres gezaubert. Und ja, die Gespräche waren einfach echt schön. sehr lehrreich. Es ist immer schön, Menschen zu treffen, mit denen man sich so gut auf Anhieb versteht. Und ich meine, du und Martin seid schon echt lang befreundet. Und es ist einfach schön, nach all der Zeit sich mal wiederzusehen. Also wir haben die Tage echt genossen. Und wir haben auch gesagt, auf jeden Fall muss man das auch hinbekommen, dass man sich wieder öfters sieht. Und ja, auch für mich, ich habe die beiden jetzt auch erst kennengelernt, aber es war einfach echt schön, wenn man auf Anhieb solche Menschen sich gut versteht und dieselben Ansichten teilt und Gespräche, aus denen man, ja, man bekommt Bestätigung und gleichzeitig ist es aber auch sehr lehrreich. Mhm. Das ist immer besonders schön. Das ist wahr. Die beiden sind jetzt wieder zurück auf dem Weg nach Tirol. Wir bleiben in Deutschland, machen weiter mit Vanlife Deutschland und das hat sich für uns definitiv jetzt schon mal gelohnt. Es auf ist jeden Fall wunderschön, auch hier selbstverständlich in diesem Land. Es hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteile, die Natur Deutschland ist genauso einzigartig wie manchmal in Österreich. Also man unterschätzt sein eigenes Land sehr oft und man denkt, man muss immer viel zu weit reisen, um Urlaub zu kriegen und ein paar neue Orte kennenzulernen. Dabei hat das eigene Land hat echt oft viel zu bieten und wir werden noch viele Orte hier Deutschland auch noch bereisen und auch entdecken. Gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, da gerade mit nach Corona war das Freistehen in Deutschland ist, glaube ich, nicht mehr richtig erlaubt, beziehungsweise kontrollieren sie mehr, weil es ein bisschen Überhand genommen haben und Menschen an Orte gekommen sind, wo sie ja sich eingenistet haben und haben dann Müll hinterlassen und ja, haben die so keinen Respekt vor der Natur gehabt an diesem wunderschönen Ort und das wollen wir einfach damit nochmal sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, aber natürlich sollte man immer darauf achten, den Ort auch sauber zu hinterlassen, damit es sich auch noch in Zukunft lohnt. Das ist wahr. Und damit es nicht verboten wird. In dem Sinne, wenn euch unsere Arbeit gefällt und ihr seid echte Hunters of the Horizon, dann checkt auch mal hier unten in der Videobeschreibung unseren Shop ab. Dort findet ihr coole T-Shirts, coole Pullis von Hunters of the Horizon. Und da sind wir natürlich auch für jeden von euch dankbar, dass er dort eine Bestellung einreicht. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns immer. Und schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr wissen möchtet, was wir noch alles so erleben werden, hier in Deutschland wunderschöne Plätze finden, aber auch noch weiter ins Ausland, dann ja, lasst doch einfach ein Abo da. Und wenn ihr außerhalb von YouTube ein paar Infos unserer Reise und ein paar Insights sehen möchtet, dann folgt uns auch einfach auf Instagram. Da posten wir regelmäßig schöne Bilder und schreiben mal ein kleines Update dazu, posten die Stories, wo wir gerade sind. Also wenn ihr da Interesse habt, dann schaut doch mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link dazu. Also, wir sehen uns im kommenden Teil unserer Reise. Bis dann. Ciao. Tschüss.